Jede Geburt ist ein kleines Wunder. Aus einer winzigen Eizelle wächst binnen 9 Monaten ein kleiner Mensch heran. Kommen Babys auf die Welt, wiegen sie durchschnittlich 3,5 Kilogramm und sind etwa 50 cm groß. Das ist bei allen Babys ähnlich, denn immerhin müssen die Säuglinge ja auch durch den engen Geburtskanal passen, um auf die Welt zu kommen. Doch es gibt Ausnahmen. Wir stellen dir jetzt Geschichten und Rekorde rund um die Geburt von ungewöhnlichen Riesenbabys vor. Kommen Kinder auf die Welt, ist das meistens eine aufregende Sache. Heutzutage sind Geburten medizinisch kontrollierte, überwachte und begleitete Events. Die Babys werden gleich nach der Geburt gewogen, gemessen und wenn nötig medizinisch versorgt. Obwohl wir Babys heute dank moderner Ultraschalltechnologie schon vor der Geburt sehen können, bleibt ihr leibliches Erscheinen trotzdem eine Überraschung. Manchmal sehen sie ganz anders aus als erwartet oder das Geschlecht ist ein anderes als vorhergesagt. Und dann gibt es den Fall der Riesenbabys. Im Mutterleib sind die Kinder in der typisch embryonalen Haltung mehr oder weniger gefaltet. Ihre eigentliche Größe, das Gewicht und die Statur sind nur schätzbar. Da wundert es nicht, dass Ärzte auf der ganzen Welt manchmal wahre Überraschung erleben, wenn sie plötzlich Riesenbabys im Arm halten. 2006 wurde in der russischen Stadt Chabarowsk ein Baby geboren, das ganze 72 cm groß war und 6,1 kg wog. Noch einmal zum Vergleich, normale Neugeborene sind durchschnittlich 50 cm groß und wiegen 3,5 Kilo. Dieses Baby war bei seiner Geburt etwa so groß wie ein einjähriges Kleinkind und kam im selben Jahr ins Guinness-Buch der Rekorde als größtes Baby, das bis dato geboren wurde. Doch wie kann das sein? Die Ärzte waren ratlos, zumal die Mutter eine ganz normale Frau gewesen ist. Sie war weder übermäßig groß noch fettleibig oder in sonstiger Weise ungewöhnlich. Als die Ärzte sie fragten, was sie während der Schwangerschaft gegessen habe, antwortete die Frau Kartoffeln, Nudeln, Tomaten, denn für Fleisch oder andere Nahrung habe sie kein Geld gehabt. Nur etwa ein Jahr später kam in Sibirien das Mädchen Nadja zur Welt. Sie war mit 71,5 cm nur minimal kleiner, mit 7 Kilo aber deutlich schwerer. Folglich schaffte es die Kleine in diesem Jahr in die Rekordriege. Und zwar als das größte und schwerste Baby, das bis zum damaligen Zeitpunkt geboren war. Doch in Nadjas Fall war die Riesengeburt nicht ganz so ungewöhnlich. In ihrer Familie war das Phänomen fast normal. Insgesamt 12 ihrer nächsten Verwandten wie Mutter, Onkels, Cousinen, Cousins und Tanten waren als Riesenbaby zur Welt gekommen. Für die Mutter war die Geburt sicher anstrengend, doch schlussendlich freute sie sich nur, nach 9 Monaten der Wartezeit endlich ihren großen Sonnenschein in den Arm halten zu dürfen. Schauen wir etwas weiter nach ungewöhnlichen Geburten sehr großer Kinder, finden wir schon im Jahr 2008 den nächsten Babyriesen. Der Junge, der im südostasischen Indonesien zur Welt kam, maß bei seiner Geburt 62 cm und wog unglaubliche 8,7 kg. Damit war er das schwerste Baby, das seit lang zur Welt kam. Für den Rekord reichte es trotzdem nicht ganz. Das schwerste Baby, das gesund und munter auf die Welt kam und überlebte, war 1955 ein Kind, das in der Fachwelt als kleiner Italiener bekannt geworden ist. Geboren wurde das Riesenbaby in der Stadt Aversa in der Provinz Kampanien. Er wog bei seiner Geburt unglaubliche 10,2 Kilogramm. Lange stand er damit unangefochten auf Platz 1 der schwersten Babys aller Zeiten und wurde vom Guinness-Buch der Rekorde mehrfach geehrt. Was aus dem Kind geworden ist und wie sich sein späteres Größenwachstum entwickelte, ist nicht bekannt. Die Familie stammte aus bescheidenen Verhältnissen und mochte das Aufheben um ihren Jungen nicht. Der Name des kleinen Italieners wurde nie bekannt gegeben. Der Riesenwuchs unter Babys nimmt weltweit zwar zu, dennoch war der kleine Italiener nicht der erste, der ungewöhnlich schwer das Licht der Welt erblickte. Fast 100 Jahre zuvor, und zwar im Jahr 1879, brachte eine Kanadierin namens Anna Bates im US-Bundesstaat Ohio ein Jung zur Welt. Das Baby wog bei seiner Geburt 10,8 Kilogramm. Der Größenwuchs war in diesem Fall nicht so außergewöhnlich, denn die Frau Mama war unglaubliche 2,27 Meter groß. Trotzdem war der Junge trotz oder gerade wegen seines Sumo-Ringer-Gewichts in keiner sehr guten körperlichen Verfassung und starb nur 11 Stunden nach der Geburt. Wenn du jetzt denkst, dass wir das Limit der schwersten und größten Babys damit schon erreicht haben, wirst du überrascht sein, denn wir haben noch einen weiteren unglaublichen Rekord parat. 2016 kam am anderen Ende der Welt ein Baby zur Welt, das bei der Geburt unglaubliche 18 Kilogramm wog.
Die Mutter war und ist eine Australierin, die schon vor der Schwangerschaft weit über 200 Kilogramm auf die Waage brachte und damit eindeutig fettleibig war. Das Kind wurde mit einem aufwendigen Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Denn immerhin konnten die Ärzte bei dieser Frau die Bauchdecke nicht ganz so einfach öffnen, um an den Säugling zu gelangen, wie dies bei normalen Frauen der Fall ist. Die ganze Schwangerschaft, die Geburt und die ärztliche Leitung gelten als ein Ausnahmefall und ein Wunder der Medizin. Auch in diesem Fall beschlossen die Angehörigen, den Namen des Kindes und die volle Identität der Mutter geheim zu halten. Die meisten der Babys, die wir vorgestellt haben, kamen per Kaiserschnitt zur Welt. Für die Frauen wäre es unmöglich gewesen, die Kolosse auf natürliche Weise durch den Geburtskanal ins Leben zu bringen. Doch 2015 passierte in Indien genau das. Eine Frau gebar ein weiteres Riesenbaby, und zwar auf völlig natürliche Weise. Für die Inderin Firdaus Khatun war der Babykoloss das 9. Kind. Da sich die in bescheidenen Verhältnissen lebende Frau bis zur Geburt keinen Ultraschall leisten konnte, wusste sie nichts von dem Riesenbaby. Ihr Bauch war recht groß und sie hatte sich eigenen Angaben zufolge vorstellen können, dass sie Zwillinge erwartete. Erst während der Entbindung stellte sich heraus, dass Firdaus Khatun nur einen einzigen Riesen ausgetragen hatte. Ganz anders als ihre anderen 8 Kinder wog der Kleine bei der Geburt stolze 7 Kilogramm. Was noch verwunderlicher ist, die Geburt dauerte gerade einmal 15 Minuten. In der Familie und der Tradition der Frau wurde die Geburt des Wonneproppens als Zeichen für Fruchtbarkeit und materiellen Segen gedeutet. In der westlichen Welt und wo weniger Aberglaube herrscht, nennt man das Phänomen der Riesenbabys auch Makrosomie. Makro bedeutet sehr groß und Soma ist ein griechisches Wort für den organischen Körper. Als Krankheit angesehene Erscheinung, also großer Körper. Makrosomatischer Kinder auf der ganzen Welt zu. Die Ärzte wissen aber nicht, was sich hinter diesem Phänomen verbirgt. In manchen Fällen taucht der Riesenwuchs bei Müttern auf, die in der Schwangerschaft unter Diabetes oder Fettleibigkeit litten. Doch auch immer mehr ganz normale Frauen bekommen Riesenbabys. In Deutschland ist derzeit der mit 6,7 Kilogramm und 57 cm geborene Leander das größte Baby. Zur Welt kam er im Oktober 2020 in Cottbus. Mit seinem Rekord löste Leander die 2011 geborene und bei der Geburt 6,11 Kilo schwere Jaslin an der Spitze der Riesenbabys ab. Leanders Mama litt unter Schwangerschaftsdiabetes. Der deutsche Längenrekordhalter unter den Babys war 2019 Vincent. Mit 65 cm war er das größte jemals in Deutschland geborene Baby. Die Geburt war leicht und verlief auf natürlichem Wege. Denn Vincent war zwar groß, mit 4720 Gramm, aber nicht viel schwerer als andere Babys. Vincents ungewöhnliche Größe ließ sich auf ganz natürliche Weise erklären. Der Papa ist etwas mehr als 2 Meter groß und schon das erste Baby der Familie aus Mönchengladbach war ungewöhnlich lang. Rund um die Geburt von Babys gibt es noch einige weitere spannende Rekorde, die wir jetzt gern mit dir teilen möchten. Als krasser Gegensatz zu den Riesen unter den Babys stellen wir jetzt noch die absoluten Winzlinge vor. Das sind immer sogenannte Frühchen, die aus verschiedenen Gründen lange vor ihrem eigentlichen Geburtstermin auf die Welt kommen. Das kleinste Geburtsgewicht eines Kindes, das überlebte, hatte Emilia aus der westfälischen Stadt Witten. Die Kleine kam im Jahr 2015 nach nur 26 Wochen Schwangerschaft zur Welt. Damit lag ihr Alter gerade so an der Schwelle zur Überlebensfähigkeit. Das Mini-Baby war 22 cm lang und wog nur 229 Gramm. Gleich nach der Geburt kam Emilia in einen Brutkasten und durfte dort unter künstlichen Verhältnissen noch so lange weiterwachsen, bis sie groß und stark genug war, selbst zu atmen und Milch zu sich zu nehmen. Davor galt lange ein Mädchen namens Rumais Rahman als der absolute Babywinzling. Sie wurde 2004 nach 25 Wochen Schwangerschaft mit einem Gewicht von 244 Gramm in den USA geboren. Der männliche Rekordhalter in der Baby-Leichtgewichtsklasse ist ein 2009 in Göttingen geborener Junge, der bei der Geburt nur 275 Gramm wog. Lass uns zum Abschluss dieser sonderbaren und wunderbaren Geschichten rund um den Rekordgeburten wissen, wie du über die Riesenbabys und die Geburtsrekorde denkst. Glaubst du, Riesenbabys sind eine normale Entwicklung, weil wir Menschen immer größer werden, oder glaubst du, dass es mit der Ernährung zusammenhängt und krankhaft ist? Teile deine Meinung und deine eigenen Geschichten mit uns in den Kommentaren. Ich bin gespannt.